Hallo und willkommen zurück zu Fish, Feed and Grow. Wir kaufen uns den Aal, den Electric Aal. Und der, ihr seht, der hat zwei Abilities. Mit E kann ich Stromschläge verteilen und einmal, glaube ich, passiv. Ne? Genau, also wir kaufen uns den Aal. Zack, und da sind wir als Aal unterwegs, Freunde. Oh, und wir sind aber langsam. Ne? Unser Überleben geht los als Aal. So, wenn ich jetzt E drücke, patsch, seht, da habe ich hier Strom in der Nähe und kann somit Angreifer abwehren. Aber auch hier gilt wieder, klein ernährt sich das Eichhörnchen. Da oben ist schon irgendwas, was mich angreift. Ich weiß nicht, ob eine... Aber die sind irgendwie... Na, die sind hinter mir her. Das ist nicht gut. Ich bin noch zu klein. Ich habe den Aal halt noch nie gespielt, ne? Aber von der Bewegung her und so sieht der schon super aus. Oh, ich höre da ein paar Fische. So, da haben wir ein paar geblitzdingst. Zack. Seht ihr das? Also ich kann da mit meiner Fähigkeit Blitze machen, dann sind die betäubt. Ich muss nur gucken, wo. Und dann kann ich die so aufsaugen. Das geht eigentlich ziemlich gut. Wofür das ist, keine Ahnung. Also hier würden wir mehr, also nicht beißen, sondern spuchten und dann, passt mal auf. Oh, oh, da kommen andere Fische. Oh, oh. Ach, meine Fertigkeit ist noch gleich aufgeladen. Komm, einmal, bitte, komm, 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 komm. Ich kann auch zuschnappen, oder wie sehe ich das? Also ich jage sozusagen nicht mit dem Mund, sondern mit meinem Blitzen. So, zack, da haben wir wieder einen. Haben wir Schwein gehabt. Zack, Blitze. Jetzt haben wir wieder einen. Die sind denn gelähmt für einen Moment, ne? Ich verstehe. Der ist schon, der Aal ist schon, wow. Zack, auch hier. Aber ihr habt gesehen, wir haben jetzt nicht so viele natürliche Feinde. Wir könnten zwar mit Piranhas probieren, aber ich glaube nicht, dass wir dagegen ankommen. Und wir haben nicht so viele Münzen. Wenn wir jetzt sterben, ne, ist der Aal wieder weg. Ihr wisst es, ne? Zack, Gedings da, der ist betäubt. Und da kann man essen. Weg ist er. Habt das gesehen? Wie schnell das geht. Und der Aal sieht doch wirklich gut aus, auch von den Bewegungen, oder? Sagt doch mal ehrlich, Freunde. Also wir schleichen uns an, schlagen denn zu, betäuben die. Und können die dann fressen. Was das hier bedeutet, keine Ahnung. Kann ich bestimmt irgendwas festhalten oder so. Da ist was Großes am Jagen, ich hab's gesehen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Ob die einen Aal angreifen? Damon. Da haben wir ihn gekriegt, habt ihr gesehen, haben wir den weggeschnappt. Aber der scheint von mir wegzulaufen. Dann gucken wir mal, ob wir den kriegen. Nee, noch ist der zu groß für uns. Also der läuft für uns weg. Wir gehören nicht zu dem seiner Beute, seht ihr das?
Haben wir den jetzt eingesaugt? Ne, da ist er. Komm. Ich möchte gerne Level 2 werden. Denn ich möchte auch wissen, wie stark unsere Fähigkeit wird. Ne? Wir werden alle Fische so gut wie es geht ausprobieren. So wie wir Geld haben. Wir haben jetzt wieder 60. Also wenn ich jetzt sterben würde, könnten wir nochmal den Aal. Aber ich finde den Aal schon ein bisschen OP, muss ich ehrlich sagen. Warum OP? Naja, wie gesagt, ihr habt es ja gesehen. Ich schwimme da rein, mache meine Stromfähigkeit und alle Fische sind in der Nähe geröstet erstmal. Also gegrillt oder gelähmt. Die können halt nichts machen. Na, passt euch, ich kann es euch hier zeigen. Ich muss nur zum richtigen Moment drücken. Zack. Na, habe ich nicht richtig getroffen. Na gut, man muss es auch üben. Da kommt wieder einer, der mich angreifen will oder was, ne? Der haut ab von mir, seht ihr das? Also der hat schon mal Schiss. Ich würde mal gerne wissen, wie es mit Piranhas aussieht. Also das Leben als Aal ist schon etwas einfacher, finde ich. Aber wir sind ja Level 2 und wir sind auch nicht so schnell, ne? Natürlich gibt es auch Gegner, die uns auf dem Speiseplan haben. Ne? Da oben wird gejagt. So, da ist er. Der, seht ihr, der ist jetzt ein bisschen ramponiert. Zack, da kriegt er wieder mal einen ab. Dann werden wir den jetzt mal hier verspeisen. Zack, wieder Strom, ist der wieder betäubt. So, zack, weg mit dem Fleisch. Also ihr seht, auch die Fische kriegen wir locker rein. Muss ich den denn einmal drücken oder gedrückt halten? Da, der ist gelähmt. Zack, und direkt wieder ein. Da ist er wieder gelähmt. Und wieder einmal, komm eh. Zack, da ist er wieder gelähmt. Da ist er. Und da haben wir. Und da sind wir Level up. Und wir sind Level 2, Freunde. Der Aal geht ja mal richtig, wa? Der geht richtig steil, der Aal. Aber wie gesagt, ich finde den ein bisschen OP. Aber auch ein Aal gehört in den River, ne? Aber im Moment scheint es so, als hätten wir gar keine Feinde. Zack, einmal geblitzt, Dings da. Na komm. Warum kann ich jetzt nicht blitzen hier? Da ist einer geblitzt. Muss ich denn eh irgendwie gedrückt halten, oder? Ach, nur wenn meine Energie voll ist, Blitzdings das. Okay, ich verstehe. Also, das heißt, jetzt müsste der Geblitzdings sein. Da ist er. Zack, schwupp und weg ist er. Zack, den haben wir auch. Weg ist er und wir wachsen stetig. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Trotzdem nehmen wir ein paar Muscheln mit, warum nicht, ne? Aber bisher, also wie gesagt, wir haben keine Feinde, ne? Das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Also Piranha hat Kult, der macht Spaß, halten wir das schon mal fest. Aber wirkliche Feinde hat er nicht, ne? Das ist eine größere Forelle. Da haben wir ihn. Da haben wir
Fleisch, 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 Fleisch. Oh, und wir wachsen. Freunde, wir wachsen. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir nachher riesengroß werden und wir uns selber gar nicht mehr sehen können. Wir werden auch immer langsamer und immer träger, ne? Ganz klar. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch bis jetzt besser gefallen hat, der Piranha oder halt der Aal. Der Aal ist halt, ja, tierisch OP, ne? Ah, der ist OP. Deswegen, wir müssen dahin, wo die Luzi brennt. Da zum Beispiel, zack. Dann sind die alle geröstet. Zwei Stück nur. Haben wir eine ganze Herde ausgerottet, mal eben, wa? Ah, mit dem. Wartet mal. Doch ich kann auch, wenn ich gestürmt habe, kann ich drücken. Das ist Quatsch, was ich erzählt habe. Ah, ich glaube, das da unten muss ich auffüllen, ne? Kann das sein? Ja. Zack, mal wieder ein kleiner Leckerbissen. Wir sind erst Level 2 und trotzdem geht es schon hier ab. Zack. So, jetzt sind wir ganz gelb voll. Mal gucken. Verbrauchen wir es? Aha, okay. Wir verbrauchen es. Das heißt also sozusagen, das muss aufgeladen sein, um unsere bestmögliche Wirkung zu erzielen, ne? Damit wir damit nicht rumspammen, sozusagen. Ich verstehe. Also können wir ruhig sprinten oder so. Jetzt ist es gleich voll. Das heißt, wir haben einmal die Wirkung, die wir brauchen. Um uns auch mal ein größerer Fisch. Da hat mich doch gerade irgendwas angegriffen, oder? Da will mich tatsächlich ein scheiß Dings angreifen. Na, komm mal her, mein Freund. Ja, der knabbert an mir rum, aber. Wo ist er? Da, wenn der Piranha nochmal kommt. Mache ich meinen Strom. So, da solltest du jetzt mal erstmal betäubt sein, mein Freund. Und schwuppdiwupp weg Bisse. Das war's für dich. Hast du gesehen, so einfach geht das. Also ihr seht, Piranhas sind in Anführungsstrichen auch keine große Herausforderung. Ja, guck mal. Wir haben auch 20 Lebenspunkte, ne? Der Piranha hatte mal gerade 8 oder so. Aber der Aal, der bockt schon, aber wie gesagt, ich finde den ein bisschen OP. Wir haben ja jetzt im Moment gar keine wirklichen Feinde. Ich schwimme jetzt mal einfach voll in das Programm da rein, wo die ganzen. Oh, sind wir schon Level 3? Wo die ganzen Piranhas waren. Ich höre schon wieder was um mich rumkreisen. Daneben gezwitschert. Ja, aber das ist noch nicht die richtige Stelle hier. Und das Maul verstehe ich halt noch nicht, ne? Der Aal ist doch auch ein Raubfisch. Wieso hat er keine Zacken? Wieso hat er so Hufeisen? Kurios, kurios. So, komm, ich brauche ein paar größere Fische, sonst werde ich nicht satt. So, da sollten jetzt ein paar liegen. Zack, da haben wir einen. Ich habe doch mehr getroffen, oder? Habe ich echt nur einen getroffen? Hab gar keinen getroffen.
Damn it. Oh, da unten ist so eine King Crab. Ich glaube, diese Fische, die ich gerade gegessen habe, die haben es am schwersten hier. Wieder daneben. Na gut, okay. Dann gehen wir lieber auf andere Ziele als auf die kleinen Fische, nämlich größere. Da unten jagt irgendwas rum. Was ist das? Danke für deinen Fisch. Ich brauche einfach nur hin, die hauen von mir ab und ich klaue denen die Fische halt, ne? So ist es clever zu leben. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht großartig anstrengen. Aber wie das Leben hier als Aal weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist schon wieder zu Ende. Da jetzt aber, jetzt muss ich doch mal... Ich muss doch mal irgendjemand... Einen habe ich betäubt nur. Zack, da ist noch einer, der ein bisschen betäubt ist. Der ist auch weg. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss, ciao und bye-bye.